Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mal wieder mit einer anderen Hintergrundfarbe. Ich fühle die total. Und ich habe einen kleinen Look für Instagram geschminkt. Die Bilder werden demnächst auch auf Instagram online kommen. Also wenn ihr mir da noch nicht folgt, auf jeden Fall meinen Instagram-Account abonnieren. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, auf jeden Fall ein Like da lassen, abonnieren, Glocke aktivieren und weiterschauen auf jeden Fall. Ich wollte euch mal ein Video zu meiner aktuellen Hautpflegeroutine machen und stelle heute euch alle Produkte vor, die ich dabei benutze, zeige euch, wie ich sie anwende. Mein letztes Video war ja der Beauty Bay Haul und da habe ich euch schon gesagt, dass ich ein paar Hautpflegeprodukte bestellt habe und habe euch aber noch nicht genau gesagt, um was es sich da handelt. Auf jeden Fall waren die von The Ordinary. Heute zeige ich euch, was ich da genau gekauft habe und ja, wie ich das anwende und in meine Routine eingebaut habe. Fangen wir an mit der Morgenroutine. Morgens mache ich eigentlich nicht so viel, da es da bei mir meistens schnell gehen muss. Als erstes wasche ich mein Gesicht mit kaltem Wasser ab, einfach um wach zu werden. Und es fühlt sich einfach geil an, wenn man sich morgens kaltes Wasser ins Gesicht schmeißt. Dann nehme ich von The Ordinary das Marine Hyaluronics. Das ist eigentlich eine pure Feuchtigkeitspflege, also wirklich Feuchtigkeit pur, um die Haut schön zu durchfeuchten und um den Tag mit einer gut hydrierten Haut zu starten. Danach nehme ich oft verschiedene Produkte, wechsle ich immer ab. Zurzeit habe ich jetzt gerade noch nichts da, aber ich werde mir jetzt noch ein paar Sachen zulegen, und zwar von Alpha Age die verschiedenen Vitaminserien. Jeden Tag ein anderes Vitamin, um die Haut schön zu versorgen. Gerne nehme ich auch Karottenöl, das gibt es von Rossmann zum Beispiel. Und da wird die Haut einfach schön rosig und ja, man hat auch so einen leichten Bräunungseffekt, das ist auch sehr geil. Und meistens einmal in der Woche, so meistens am Sonntag, mache ich mir statt Vitaminen oder das Karottenöl, mache ich mir eine Maske drauf. Da habe ich gerne ein paar von Balea oder zum Beispiel meine Grapefruit Maske, die habe ich euch auch schon in meinem Beauty Bay Haul gezeigt. Wenn ich keine Maske verwendet habe, mache ich danach eine Feuchtigkeitscreme drauf. Und zwar habe ich da die Feuchtigkeitscreme von Alpha Age. Das ist ein sehr, sehr reichhaltiger Daily Moisturizer. Sehr reichhaltig, sehr intensiv und die Haut fühlt sich danach einfach mega geil an. Und ganz, ganz wichtig, Sonnenschutzfaktor. Die Feuchtigkeitscreme enthält Sonnenschutzfaktor 50. Sollte mittlerweile allgemein bekannt sein, dass man, auch wenn Wolken im Himmel sind, auch wenn schlechtes Wetter ist, jeden Tag Sonnenschutzfaktor auf sein Gesicht macht. UVA, UVB-Strahlen wirken sich sehr, sehr krass auf die Hautalterung aus. Heißt Fältchen, Pigmentflecken und so weiter und so fort. Deswegen immer Sonnenschutzfaktor ist am allerwichtigsten. Aber das war es dann auch schon mit der Morgenroutine. Los geht's mit der Abendroutine. Ich habe zwei Abendroutinen. Eine mache ich einmal in der Woche und die andere mache ich eigentlich 6 Tage in der Woche. Die ich 6 Tage in der Woche mache. Los geht's logischerweise mit dem Abschminken. Ich bin ein Mensch, der gerne viel Make-up trägt. Ich bin jetzt kein Mensch, der sich super natürlich und dezent schminkt. Ich denke, das dürftet ihr wissen, wenn ihr mich schon eine Weile verfolgt. Früher war ich total faul, was Abschminken und Abendroutine und so betrifft. Ich habe halt wirklich immer nur mit einem Abschminktuch mich abgeschminkt und das war es dann auch schon. Das ist ziemlich eklig und unhygienisch, wenn man es bedenkt, weil da noch so viel Bakterien auf der Haut sind, so viele Mikroorganismen, Schweiß, Fett, Talg, Make-up-Reste, die ja auch nicht komplett weggehen dadurch und auch vom Umweltaspekt her nicht so gut, wenn man jetzt jeden Abend 1, 2 Abschminktücher in den Müll wirft. Deswegen habe ich mich dementsprechend umgestellt. Ich bin umgestiegen auf Wattepads. 1, 2, 3 Wattepads sind immer noch weniger Müll als ein Abschminktuch. Und meine Mom hat angefangen, so wiederverwendbare, abwaschbare Wattepads selber herzustellen, zu nähen. Hat sie mir ein paar mitgegeben, finde ich total klasse, weil die kann man einfach zum Abschminken nutzen, in die Waschmaschine schmeißen und dann kann man sie wiederverwenden. Heißt im Endeffekt gar kein Müll. Vielleicht gibt es sowas auch zu kaufen, weiß ich nicht, muss man sich mal informieren drüber. Wenn ich jetzt ein heftigeres Augen-Make-up trage, viel Lidschatten und so weiter und so fort, nehme ich zuerst ein 2-Phasen-Abschminköl, nur für die Augen erstmal. Ich habe gerade eins von Essence, werde aber demnächst mich mal umschauen, ob es das nicht von einer höherwertigeren Marke gibt, was dann halt auch wasserfeste Mascara und alles entfernt. Da gehe ich dann einfach mal über die Augen drüber, dass da das Gröbste weg ist. Dann nehme ich mir mein Micellenwasser von Garnier und nehme dann einfach mit einem anderen Wattepad grob mein komplettes restliches Make-up runter. Da reicht auch, wenn ich jetzt nicht viel Make-up drauf habe, reicht wirklich ein Wattepad
natürlich. Und damit hat man den gröbsten Make-up-Trick schon mal runter. Dann, was wirklich essentiell ist, Gesicht ordentlich reinigen. Da habe ich ein Naschgel. Das ist für mich irgendwie, macht sich irgendwie am besten. Von Balea für normale Haut. Habe ich mir erstmal schön warmes Wasser ins Gesicht und wasche damit mein Gesicht schon das schön auf. Dann ist da auf jeden Fall auch schon mal viel runter. Dann nehme ich mir noch ein Wattepad und gehe mit meinem Gesichtswasser von Balea nochmal drüber, um wirklich den allerletzten Rest Talg, Make-up-Reste runterzubekommen. Und um die Haut nochmal so ein bisschen schön abzuschließen. Und dann kommen wir jetzt wieder zu ein paar Produkten von The Ordinary. Meine Routine, die ich 6 Tage in der Woche mache. Da nehme ich zuerst das Niacinamid 10% plus Zink 2%, glaube ich. Niacinamid ist eigentlich dafür da, um Poren zu verkleinern, um überflüssiges Sebum aus den Poren zu ziehen. Heißt, Mitesser zu minimieren, Hautunreinheiten zu verbessern. Das Zink wirkt noch antibakteriell, halt einfach für ein insgesamt reineres Hautbild und auch Pigmentflecken werden reduziert. Und Niacinamid ist super gut bei Akne. Das gebe ich mir einmal quer übers Gesicht und über den Hals. Was wichtig ist, wirklich immer alles nicht nur im Gesicht anwenden, sondern auch auf dem Hals, weil wenn ihr altert, sieht man das Alter zuerst am Hals. Und es nützt euch nichts, wenn ihr ein schön gepflegtes, junges Gesicht habt und euer Hals ist faltig und rau. Das gebe ich einmal quer übers Gesicht und tupfe das dann mit meinen Händen so ein bisschen ein. Wenn ihr Bock habt, auch aufs Dekolleté, weil, ja, warum nicht? Als nächstes nach dem Niacinamid nehme ich Retinol, zurzeit Retinol 0,2% in Skalan. Skalan ist ein Stoff, der auch natürlich in unserer Haut vorkommt, deswegen verträgt man das meistens besser. Retinol ist ein Produkt, da muss man wirklich eine Toleranz aufbauen. Heißt, wenn ihr direkt ein total hochdosiertes Retinol-Produkt benutzt, kann das zu Hautirritationen führen und Rötungen und so weiter und so fort. Deswegen arbeite ich mich da auch hoch. Ich hänge jetzt erstmal 0,2% Retinol an. Und wenn ich das Fläschchen leer habe, nehme ich halt immer die nächsthöhere Stufe, dann irgendwann 1% Retinol und so weiter und so fort. Die Haut kann sich dran gewöhnen. Retinol ist dafür da, um die Hautalterung so ein bisschen zu reduzieren. Es reduziert feine Fältchen, ja, lässt die Haut einfach ein bisschen glatter machen. Ist auch gegen Pigmentflecken, es lässt das Gesicht einfach ein bisschen jünger wirken. Allgemein so ein gutes Anti-Aging-Produkt. Das gebe ich dann auch wieder quer über mein Gesicht und tupfe es ordentlich ein. Und danach verwende ich eine Creme. Zurzeit habe ich noch die Feuchtigkeitscreme von Yves Rocher. Sobald die alle ist, werde ich mir eine ordentliche Nachtcreme, was eher Fettiges, besorgen, damit die Haut über Nacht auch gut versorgt ist und sich schön vollsaugen kann mit allen möglichen Nährstoffen. Jetzt zeige ich euch meine Abendroutine, die ich einmal in der Woche mache. Und zwar einmal in der Woche wieder ganz normal abschminken, waschen, Gesichtswasser und dann kommt die andere Routine. Und zwar mache ich dann ein chemisches Peeling mit einer Säure. Das ist das AHA und BHA Peeling. Ist wie gesagt eine Säure, die abgestorbene Hautschüppchen ablöst. Also eigentlich wie ein ganz normales Peeling, nur halt ein chemisches Peeling. Mechanische Peelings, so mit Kügelchen, sind einmal nicht so geil für die Umwelt. Und zweitens reizt das die Haut einfach viel zu sehr. Also wenn ihr empfindliche Haut habt, vielleicht ein bisschen in chemische Peelings reinarbeiten, in mechanische Peelings. Ist einfach viel zu viel Reibung. Das mache ich dann wie so eine Maske und das lasse ich ungefähr 7 Minuten, 8 Minuten drauf. Länger als 10 Minuten auf keinen Fall. Man muss sich dran gewöhnen. Man merkt halt schon, wenn man es aufträgt, es brennt ordentlich. Wenn ihr irgendwo einen kleinen Kratzer oder einen ausgedrückten Pickel habt oder so, also das feuert. Es ist eine Säure, logisch, dass es ein bisschen wehtut. Aber es macht die Haut auf jeden Fall schön fein und weich. Dann wasche ich das ordentlich ab, trockne mein Gesicht ordentlich ab mit meinem Mikrofaserhandtuch. Ich habe auch ein extra Handtuch nur fürs Gesicht, weil die Handtücher, mit denen man sich nach dem Händewaschen die Hände abwischt, das ist einfach total unhygienisch. Diese Bakterien, die man da abwischt, haben nichts im Gesicht verloren. Und danach nehme ich das Hyaluronic Acid plus B5 von The Ordinary. Einfach, weil es ist auch wieder Hyaluronsäure, feuchtigkeitsspendend nach der Maske. Also darf man nicht mit dem Niacinamid und alles verwenden, weil Niacinamid und so sollte man halt nicht mit Säure kombinieren. Deswegen nehme ich das Hyaluronic Acid nur dann, wenn ich halt dieses chemische Peeling vorher mache, wo ich halt eh schon eine Säure im Gesicht habe. Und da sollte man auch langsam anfangen, weil als ich das erste Mal
das chemische Peeling und danach direkt das Hyaluronic Acid angewendet habe. Das war wahrscheinlich gleich zu viel für meine Haut. Deswegen, man sollte eigentlich so Woche für Woche immer ein neues Produkt mit dazu nehmen, bis man alle drin hat, dass sich die Haut langsam dran gewöhnen kann. Habe ich nicht gemacht, weil ich ungeduldig war und unbedingt alles ausprobieren wollte. Und hatte dann gerade hier unter den Augen, da wo die Haut schön empfindlich ist, hatte ich richtig rote, raue, trockene Flecken. Ich habe mir quasi die Haut da richtig verbrannt. Da sollte man auf jeden Fall aufpassen. Genau, und dann noch wieder eine Creme, Nachtcreme. Und ja, dann war es auch mit der Routine, die ich einmal in der Woche mache. Das war auch schon meine Hautpflegeroutine. Ich glaube, ich sage euch mal noch kurz, was ich so für meine Lippen nehme. Da mache ich eigentlich jeden Morgen von Make-Up Factory das Lip Up Super Repair Balm drauf. Und das ist einfach eine super geile Lippenpflege. Da ist Salicylsäure drin, was ja auch in Schuppenshampoos drin ist, was auch nochmal so überflüssige Hautschüppchen von den Lippen löst. Das war meine Hautpflegeroutine. Ich hoffe, es euch hat gefallen. Wenn dem so ist, gerne einen Daumen nach oben da lassen, abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr eine bestimmte Hautpflegeroutine habt, was für Produkte ihr verwendet, ob ihr The Ordinary schon mal getestet habt. Würde mich interessieren, wie eure Haut darauf reagiert. Und ja, dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Video. Ciao!